Okay, herzlich willkommen zu einer Partie FIFA 15 auf dem PC. Natürlich Next Gen wie alle anderen Plattformen oder wie PS4 und Xbox One auch. Und wir spielen heute eine Runde Hertha gegen Stuttgart mit meinem guten Freund Todi. Ja, servus. Und ja, das Spiel ist morgen am Freitag, Bundesligaspiel, und wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie das Spiel ausgehen könnte. Na dann, lass mal los. Dann probieren wir es mal. Dann kann es so bleiben. Ja, könnte bleiben, genau. Oh, wir spielen wohl im Regen. Oh, da bin ich mal gespannt. So, ich breche das hier gleich ab mit dem Schuss hier. So, ich habe ein Tor geschossen. So, können wir jetzt Start drücken? Ja, jetzt geht's los. Dann lassen wir mal kurz den Einlauf noch. Lol, er zeigt an, Regen brechen wir spielen. Olympiastadion. Original. Also für Regen sieht es mir noch sehr heiter aus. Ja, ja, ein bisschen bewölkt höchstens, ja. Na, ich will mal den Einlauf noch kurz. Achso, ist kein Einlauf. Okay. Gut, dann geht's auch schon los. Ja, aber wahrscheinlich, weil ich schon wieder abgebrochen habe, tut mir leid. Ja, weiß ich nicht. Da stand halt 1 von 2, also ich hätte. Ja, aber ich hätte zustimmen müssen noch, also. Von daher. Ja. Müsste ja, eigentlich. Ja, okay. Ja, egal. Muss ich mal gucken. Vielleicht ist das ja dann nur bei Bier Pro oder nur bei. Nee, das ist auch so bei. Okay. Oh, da läuft er aber gut durch. Ah, oh, wieder abgefangen. Oh, nochmal abgefangen. Komm, Spiel. Nein! Oh Gott, nur ist doch mal gut jetzt hier. Thorsten macht ja einen Angriff nach dem nächsten, ne? Naja, Angriff war es nicht wirklich. So wie ich mich wieder kenne und dich wieder kenne, krieg ich gerade wieder. Oh, mal gucken. Klatsche, naja, ist auch egal, mal gucken. Kann ja gut sein, dass Stuttgart morgen gewinnt. Oh, das Olympiastadion, ich muss das mal kurz den Fans hier zeigen. Sieht einfach nur genial aus. Einfach nur genial, wie sie das auch wirklich so krass umgesetzt haben. Also die Ignite Engine ist ja wirklich eine sehr starke Engine. Foul, ne? Ja. Eigentlich ja, aber ne. Naja, die ganze Atmosphäre haben sie halt sehr, sehr genial gemacht. Ah. Auf jeden Fall. Am besten wir versuchen mal nicht immer gleich alles wegzudrücken, sondern versuchen mal ein bisschen das genau zu zeigen. Genau, auch so die besten 10 und sowas. Oh. Wiederholung. Ach ja, gut, so der stand gut, ja. Ah, wieso läuft der wieder zurück? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ach, jetzt laufe ich mich hier schon wieder. Das ist wieder sehr geil. Ah. Kein Foul, Leute. Na, hast Ball gespielt, okay. Da steht keiner. Na gut, das habe ich auch gerade gemerkt. Also auf dem Radar war ich eigentlich der Meinung, dass der läuft, aber der lief diesmal nicht. Ach, da hat er mich ausgetrickst. Komm, ja, genau wieder daneben getreten. Also wieder schön gehalten. Für alle, abseits, die sich auch noch FIFA holen wollen oder schon geholt haben, stellt auf englische Kommentare, ja, oder Kommentatoren. Es ist einfach besser und auch umfangreicher. Ne? Also auf jeden Fall. Also die deutschen Kommentatoren nerven wie immer, wie bei jedem anderen FIFA auch. Ja. Ist halt leider so, leider Gottes. Aber die Deutschen ist auch so unlustig. Immer diese Kommentare so, das ist halt. Ich finde Englisch halt auch besser. Aber beim Englischen zum Beispiel ist auch, wenn jetzt einer mal verletzt sein sollte oder so, ne, dann, schöner Schuss. Dann wird auch bei den englischen Kommentatoren, die erzählen auch darüber und so. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich hab die auch gerade an. Ist klar, jetzt, wer jetzt mit Englisch wirklich nichts anfangen kann, dem kann ich halt dann auch nur empfehlen, die Kommentare komplett auszumachen. Ja, ansonsten dreht ihr nachher irgendwann durch und beißt in euren Controller, Tastatur, wie ihr merkt. Ja. Dann lieber schön entspannt ohne Kommentatoren, wenn man Englisch jetzt nicht so gut kann. Weil die Deutschen, also. Ja, also ich könnte ja mal, wenn an der Waterfront nichts dagegen hat, mal einen Kommentar davon erzählen von den deutschen Kommentatoren, was die dann manchmal so raushauen, so Sprüche. Das ist ja, dann kannst so, du mal gerne sagen. Das ist dann zum Beispiel so, wenn jetzt so ein ja, ganz leichter Ball kommt und der Torwart kann ihn mühelos aufnehmen, dann sagt einer der Kommentatoren, denn, ja, den hätte meine Oma sogar mit ihrer Mütze gefangen. Ja, also ich weiß nicht, das sind so Sprüche, muss man sowas haben, ich weiß es nicht. Ja.
Vor allem bei den englischen Kommentatoren ist es halt so, man geht auch viel mehr auf die Spieler drauf ein und es wird viel, viel mehr erzählt von der Liga und so weiter und so fort. Und deshalb, wer Englisch ein bisschen versteht. Genau. Einfach und die englische Liga ist ja diesmal komplett drinne, also die komplette erste und zweite Liga natürlich, aber alle Stadien der ersten Liga sind ja komplett enthalten. Also das ist schon mal sehr gut, dass jetzt die englische Liga auch halt auch ein bisschen gefördert wird. Oh, kriege ihn nicht weg, ich kriege ihn nicht weg, nein! Ah, das gibt's doch nicht. Ah, Mist, ah, den kenne ich auch. LBAA oder so ist das, glaube ich. Nee, LB und X. Oder LB und X, genau. Ich finde den so geil, den Jubel. Ja, guckt euch mal das Stadion an. Also das ist auf jeden Fall. Sehr detailliert, sehr schick. Nochmal eine Zeitlupe hier, der Kraft. Ärgert er sich ein bisschen, dass er den nicht gehalten hat. Da, Daniel Aminati. Ivan spielt ja beim VfB. Ach, der macht alles. Naja, wenn auch Tom springen macht, dann spielt er auch beim VfB Stuttgart. Genau. Ja, also war ein schöner Angriff. Ich hab gedacht, du kriegst mich noch abgehalten davon, aber... Ah, hat er mich. Nein! Na, doch nicht. Oh! Mein Gott. Ah, Eckball, okay. Hier sehen wir es nochmal. Hm. Ah, ja, Torwart. Habe ich den Torwart überhaupt berührt, ja, ne? Nee, mein Sakai war noch. Ach so, war noch. Knie davor oder so. Ah, ist keiner da. Wollte er gerade einen Fallrückzieher ansetzen hier? Ah, kommt er gut durch. Wir müssen jetzt aufhalten hier. Aufhalten. Halt ihn auf! Alles. Oh. Gibt gleich die gelbe. Ja, ah, gleich gelb. Kann sich nicht anders zu helfen weichen. Gleich auswechseln. Ja, richtig. Ja, gut. Ist eh nur Jan Hegele. Oder wie heißt er? Da fällt er. Nur ein bisschen angefasst. Da schreit er nochmal. What the fuck? Wird auch schön zu sehen, war gerade die Gestik und Mimik. Sehr schön gemacht alles. Ja, mal gucken, was ich diesmal verkacke. Oh oh. Ah, da war zu langsam. Oh oh. Was? Was war das? Der Torwart hat ja gar nicht reagiert. Alter, was ist denn jetzt kaputt? Die Stuttgarter Fans jubeln. Oh, alter Schwede, da hat der Torwart gar nicht mehr reagiert. Guck mal, er hätte einfach nur hochspringen müssen. Oh, ich glaub das ja nicht. Was war denn das gerade für ein Aussetzer? Also was war das denn? Ah, er hat ihn behindert. Also. Ja, aber trotzdem. Ja gut, er hätte, Ich würde einfach mal frech behaupten, es war ein schönes Tag. Hast du einen Lupfer gemacht, oder was? Wie bitte? Hast du einen Lupfer gemacht? LB und B? Ja, ich hatte LB gedrückt gehalten, ja. Okay. Aber mehr unbeabsichtigt. Ja, aber krass gemacht, ey. Ja, ich muss aber dazu sagen, es war wirklich Glück gewesen, also es war unbeabsichtigt. Das ist nicht kein Foul hier. Sag mal, jetzt ist es schon wieder durch. Jetzt reicht aber auch langsam, ne? Ja, also muss ich ehrlich sagen, wir haben ja Glück, aber hey. Krass gemacht, ja. Hat seine eigenen Gesetze. Ja. Jedes Tor ist anders als alle anderen, also was als... Aber, oh, jetzt krieg ich wieder keinen Spieler hier, oder was? Ja, ich habe auch gerade keinen. Oh Gott, das war ein Rückpass, ja, der Torwart. Kackt ist der Torwart noch. Entschuldige mich für die Worte. Joa, ach. Ist ja ab 18 der Channel. Oder auch noch nicht. Aber wird bald ab 18 sein, denke ich. Spätestens nächste Woche dann mit Alien Isolation. Was auf jeden Fall auch von mir kommt, Alien Isolation, will ich auf jeden Fall auch. Let's play mal. Oh, das kann nicht wahr sein. So, was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Ich weiß es nicht. Du hast sonst immer sehr dominant, sehr stark gespielt. Jetzt auf einmal. Mensch, Mensch, nicht schlecht. Da wackelt das Tor. Aber du hast jetzt auch echt so gerade das Auge dafür. Also. Wo der freie Mann steht.
Ja, aber nichtsdestotrotz führst du eigentlich immer noch in unsere Sieg-Niederlage-Statistik. In unserer ewigen Bestenliste. Ja, also wenn ich überlege, ob du mich schon abgefrühstückt hast hier auf 5-0. Sag mal. Also es war schon... Und du laufst doch hin. Ich muss dazu sagen, wir haben immer wieder Spaß. Also egal, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Also das ist... Wirf hier. Wirf. Wunderschön, so mit dem an der Water Frankie so eine Runde zu daddeln. Oh, er läuft weg. Abseits. Hier auch endlich mal Linienrichter mit richtig Gesicht, also nicht so irgendwie so eine Statisten oder so, sondern jeder Linienrichter sieht anders aus. Hm. Sehr schön gemacht. Also, ja. So, hat er einen Freistoß. Aurel Romeo. Ja, war zu schwach der Pass. Oh, Sammer. Nee, Sammer spielt nicht mehr. Sammer. Ach, ich hätte passen sollen. Oh, das kann nicht wahr sein. Also heute läuft wirklich... Ja, das Einzige, was klappt, sind die Türen, ne? Oh, oh, was hab ich denn da gesehen? Eine Tüte Pommes, Alter. Na ja, komm, zweite Halbzeit ist deine. Ja, sag mal. Komm jetzt! Was ist denn hier los, sag mal? 4-0. Gibst du das von heimlich geübt? Ja. Ich habe deinen Rechner sabotiert und jetzt läuft das Spiel flüssig und schon schießt er 4 Tore hier. Ja, vor allem, wenn ich mal so sagen darf, schönes Tor. Ja, aber bisher sehr schönes Tor gewesen, also, muss man sagen. Schön ins Eck rein da. Da, guck mal, da rollt er über den Rasen, das ist geil. Und du siehst wirklich jeden Grashalm, das ist so krass. Hm. Gentner. Gentner. Mhm. Ach Gott, ich dachte das an. Na, nun lauf. Ach Gott. So, Halbzeit. Ja, es ist gerade nicht so deine Partie, ne? Aber gut, du hast ja heute auch schon genug gewonnen. Nein, Quatsch. Na, gucken. Ja. 6 Schüsse aufs Tor, davon 4 Tore hast du. Mhm. Ich guck mal kurz meine Aufstellung. Oh, meine sind alle noch ganz erholt. Obwohl, den gelben kann ich mal rausnehmen. Siehst du, ich muss auch mal gucken bei mir. Ach, geht noch. Aber ja, hast du jetzt eigentlich weggedrückt, die Zusammenfassung? Oh Gott. Oh ja, lass mit nach dem Spiel mal laufen. Genau, nach dem Spiel lassen wir mal laufen. Da kommt ein Blonder. Ja, mal gucken. Ob der Spieler dir, oh Gott, Glück bringt. Sag mal. Ah, ich laufe auch in den Spieler wieder rein. Ey, Mist, hab schon B gedrückt gehabt. Oh, schöner Fehler. Ja, aber war schnell da gewesen. Ja, aber schon wieder ein bisschen zu unkonzentriert hier. Das könnte sich rächen. Ah, da hat er es gebrochen. Oh, schön gesehen. Sag mal, komm. Oh Gott. Oh. Schade. Gut gehabt. Aber ich sag's ja, ich häng schon wieder mit dem Kopf in der Kabine noch fest. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Erste Halbzeit nicht so. Große Schnitzer gemacht, jetzt schon. Oh Gott, ich hab sie gar nicht mehr gezählt, wie viele es waren. Das oh! Ah. Schön. Glück gehabt. Mann, Mann, Mann. Heidinger. Heftig, heftig, heftig. Hm. Geh mal dahin. Oh, da hat er mich weg. Da hat er mich. Oh, sag mal. Komm, nimm ihn. Ich den krieg.
stopping that shot very well indeed. Yeah, he's picked himself up and he's done well for his team there. Oh Gott. Ach nee. Hätte ich weiterlaufen müssen. Sollt. Shit. Ah, eindeutig. Ja. Da hat die Abseitsfalle wieder ihre Wirkung getan. Na, zum. Willst du hier hin spielen oder was? Hier hin? Ne, nach oben. Ah. Och, was? Schon wieder zu kurz der Pass, was ist denn das jetzt? Oh, schön durchgestochert. Ja. Oh, meiner läuft am Ball vorbei. That's a real tussle for the ball. And he read their minds, brilliant defending in the circumstances. Stopping the pass getting through with a good piece of anticipation. Einmal mal weg. Hat er. Da hat er aber mal, ne? Der Rüdiger. Der Rüdiger Herzboom. Was? Abseits. Doch zu Referee FIFA 2015. Ach, wird nicht gesehen. Na gut. Kann passieren. Na oh, toll, stehen da viele Leute. Was? Oh, das kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein hier. Sag mal, hör doch mal auf jetzt hier. Da haben wir uns aber auch hier. Da haben wir uns auch mal lieber. Aber da hat man auch wieder gesehen, das ist auch ganz neu, diese harten Zweikämpfe und dann. Ja. Ach, schade. Oh. Bleib mal liegen. Also umgekippelt. Das gibt's ja nicht. Ja, vor allem, ich finde, so bei FIFA 15 kommt eigentlich, was schon bei FIFA 13 war, oder 12, diese Impact Engine, die kommt echt gut zum Tragen, ja, muss man nochmal sagen. Och, Mensch, wieso da hoch? So weit habe ich doch gar nicht geschielt. Oh! Das war ein schöner Pass. Da habe ich Glück gehabt gerade. Oh nein, der läuft doch durch. Ach, das kann nicht wahr sein, da springt der daneben, weißt du. Ey, wieso ist meiner jetzt daneben gesprungen? Hm. Ibisevic. Da zeigt er wieder mit dem Finger. Naja, so Schulgruppe, weißt du, oder Schulklasse. So. Nein. Guck dir das an, wie meiner einfach liegen bleibt, ey. Hm, was mit RB, ne? Nee. Ne? Einfach B? Einfach B. Ah, hat er mich ausgetrickst. Oder habe ich ihn? Ich habe ihn dir wieder gegeben. Ich ach, Mist. Ja, man sollte öfter passen in den Lauf. Am Ball vorbei. Oh, Schiedsrichter, steh nicht im Weg. Kann doch nicht wahr sein. Ich komme noch nicht durch die letzte Reihe, durch die Innenverteidigerreihe. Abseits. Abseits, ja. Was denn jetzt? Oh. Was sieht's aus? Ich mach mal kurz auswechseln hier. Oh Gott. Was ist denn das hier? Na ja, doch, so ist okay, kann man so lassen. So, mal gucken. It's the enforcer, if you like, who's coming off, the central midfield man. Yeah, but in the Claude Makélélé mold, this lad, the way that he keeps things simple, but his understanding of the game positionally is top class. Sorry, gerade auf den Knopf gekommen. Ja, kein Problem. Oh, da passt er. Und noch ein Pass. Oh, ja, das war gerade ganz schlau. Oh, viel zu weit vorgelegt.
Da wusste er, dass ich nach unten laufe. Das kann nicht wahr sein, ey. Liest meine Gedanken hier. Nee, deine schmutzigen Gedanken kannst du mal. Oh. Hat er mich ausgetrickst. Ach Gott, was ist denn jetzt passiert? Der hat einen Krampf. So ein Cheat. Dann komm doch mal einer mit hier. Bleibt ihr denn alle? Oh. Ach Gott, ja, da meine jetzt nicht gepasst. Oh, wieso schießt er denn so hoch? Was denn jetzt? Ich muss meinen Stürmer auswechseln. Ach so. Nochmal schön das Stadion in aller Pracht. Ja, da noch so viel Power hier auf der Scheiße. Wieso er da so hoch schießt, das verstehe ich nicht. Ja, du musst, wenn du gezielt schießt, da hast du nicht zu viel Kraft in den Schuss. Damit der nach oben weggeht. Passiert mal aber auch. Hängt aber auch mit dem Spieler zusammen, den du da hast. Ja, also einem Messi passiert das nicht so stark. Nee, der schießt dann schon ein bisschen spezieller. Na gut, kann ja nicht jeder ein Messi sein. Nee. Das lässt er heute aber auch nicht zu, ne? Ich glaube, du hast Einwurf, ne? Ja. Wo bist du denn hin? Ja, eigentlich sollte das zu dem Spieler gehen, dann bin er gut. Achso, wegen Manuel, ja. Oh, was war das denn jetzt hier gerade? Ach, Mist. Komm irgendwie gerade nicht durch. Komm von oben runter, Junge. Da stolpert meine Ebene. Fuck. Ich hätte viel früher schießen sollen, ey. Weil ich jetzt. Oh, schöner Pass. Ich hätte was gebracht. Ach, das gibt's nicht da. Naja. Ja, 5-0, also mal gucken, ob es morgen wirklich so ausgeht. 5-0, ja, mal gucken. So, dann lassen wir nochmal. Ich bedanke mich. Ja. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber mal gucken, was jetzt hier noch so gezeigt wird an 10. Boah. So, ich verabschiede mich dann erstmal kurz und wir hören uns dann hier nochmal. Genau. Nochmal schöne 10 hier zu sehen. Also für alle Stuttgarter Fans, ja, Hoffnung ist auf jeden Fall da, ist gegeben. Au. Da hat er seine Gelbe gekriegt. Regt er sich nochmal auf hier. Boah, das war sowieso das krasseste Tor hier. Na gut, mit den 10 verabschiede ich mich dann jetzt erstmal von unserem ersten Retail-Video von FIFA 15. Und ja, dann hören und sehen wir uns dann beim nächsten Video. Danke nochmal fürs Einschalten. Euer Underwater Frank.